Wir endlich mal über die Mossberg MC2C, und zwar haben wir die im vergangenen Jahr schon geschossen, aber kommen jetzt endlich mal dazu, ein Review zu machen, und dann fangen wir gleich an. Hey Friends, I made a video in English. Check it out. So, die Mossberg MC2C ist konzipiert worden fürs Concealed Carry. Und bevor wir loslegen, ihr seht, Magazin raus. Wir schauen, dass alles entladen und gesichert ist. Und jetzt haben wir hier was ganz Cooles. Diese Waffe kann man nochmal zusätzlich sichern. Und zwar nur, wenn sie gespannt ist. Durch mir hier diesen kleinen Sicherungshebel reindrücken. So, und jetzt haben wir eine komplett sichere Waffe. Sicher geht es gar nicht mehr. Da kann gar nichts mehr passieren. Die Mossberg ist eine Concealed Carry Pistol, was wir auch sehen können daran, dass es einfach ein sehr schmales Profil ist. Die ist sehr, sehr leicht, und wir haben zwei verschiedene Magazine hier mitgeliefert. Einmal ein 13-Schuss-Magazin, welches dann hier unten bündig abschließt, und dann noch eins mit 15-Schuss für auch diejenigen, die etwas größere Hände haben, nicht so wie ich. Ne? Für mich ist es hier schon wieder... Das steht hier unten raus, aber Leute mit größeren Händen, die haben dann hier unten nochmal ein bisschen eine Verlängerung. Und wir haben sie ja schießen können, und ich muss sagen, also wunderschön zu schießen. Wir haben auch hier diesen etwas flacheren Abzug, und der hat an sich schon wirklich einen schönen Druckpunkt. Also wirklich, man merkt den sehr dezent, aber er ist da auf jeden Fall, dass man weiß, Druckpunkt suchen, gar kein Problem. Alles in allem eine sehr günstige Waffe. Wir gehen auch gleich über ganze Daten rüber. Aber was wir kurz noch zeigen wollen hier, auch vorne, auch wenn man es jetzt nicht so gut sieht, wir haben hier eine Picatinny-Schiene, also die ist jetzt nur mit einer Rille hier vorne drin. Das ist aber trotzdem gar kein Problem, hier ein Licht dran zu machen. So, easy peasy. Und ja, damit auch mit ein bisschen mehr Gewicht fühlt sie sich wirklich super an. Allgemein, ich finde auch, der Verschlussfanghebel ist sehr leicht zu betätigen. Ist jetzt nicht so wie bei der Glock. Der ist zwar klein, aber der hier ist um einiges griffiger. Das heißt, wenn der hier hinten ist, absolut gar kein Problem, den nach vorne schnellen zu lassen. Der Magazinauswurfhebel ist sehr groß, was ich sehr schön finde, weil der ist einfach nicht zu verfehlen. Ja, super leicht, und Magazin flutscht locker raus. Absolut sicherste wahrscheinlich Concealed Carry Waffe, die es da draußen gibt. Ne? Jetzt Sicherung raus. Und dann können wir uns mal kurz den Druckpunkt auch anschauen. Moment. Ja. Da habt ihr ihn jetzt gehört. Jetzt werde ich das gleich nochmal hier für euch zeigen. So. Wir gehen hier ganz langsam. Moment. Einmal scharf machen. Da ist er. So, und jetzt gucken wir mal, wo der Druckpunkt wieder kommt. Ja, ihr seht, sehr, sehr knackig. Und der Abzug bleibt hinten stehen. Und jetzt kann er wieder gesichert werden. Nee, kann er nicht. Nicht gespannt. So rum, jetzt. Jetzt ist nichts mehr mit abziehen. Ja, einfach zu bedienen, auch einfach zu zerlegen und dementsprechend auch einfach zu warten. Und ich finde, für die Größe und für das Gewicht und auch wie sie läuft, absolut der beste Deal wahrscheinlich, den man da draußen machen kann. Ja, und jetzt gehen wir mal über die Daten rüber, ne? Shoutout an Vienna Arsenal und an Bravo Series 6 und an Tech Merch. Dort bekommt ihr Tactical Merchandise für sie und ihn. So, die MC2C ist natürlich eine halbautomatische Pistole in 9x19mm. Wir haben den 13-Schuss-Magazin und das 15-Schuss-Magazin dabei. Ja, das flache Profil, der Flat-Profile-Trigger, wie sagt man auch, Flat-Shoe. Man hat einen ordentlichen Beaver-Tail damit dran. Die nennen das hier ein Snack-Free-Dovetail. Ach so, eine ganz wichtige Sache, das sind Double-Stack-Magazine.
nicht wie die meisten flachen Pistolen, die für Concealed Carry gemacht werden, nur einen Single Stack haben. Das ist Double Stack, also zweireihige Magazine. Supergeil. Die Lauflänge 3,9 Inches. Dann haben wir natürlich 13+1 oder 15+1 Schuss. Das Ganze ist eine kompakte. Die Höhe ist 4,9 Inches. Länge 7,10 Inches insgesamt. Und wir haben drei weiße Dots, also Steel Iron Sights, ne, mit weißen Punkten. Ja, einmal so, also ein bisschen ähnlich wie bei der USP auch. Ja, der Trigger Pull, Abzugsgewicht ungefähr 5,5 Pounds. Das ist auch sehr, sehr gering. Also habt ihr gerade eben gesehen, wie leicht der geht. Absolut kein Problem. Ja, und das Gewicht 21 Ounces oder 21 Ounces ungeladen und 29 Ounces geladen. Das ist extrem leicht. Ja, auch hier vorne zum Anlegen für den Finger kleine Einkerbungen, Serrations, wie man sagt im Englischen. Auch hinten und vorne hier, ne, zum Manipulieren des Slides. Diese Einkerbungen sind echt griffig. Die sind nach vorne so ein bisschen eingekantet. Auch hinten absolut kein Problem. Ja, genau. Ich finde mega schön zu schießen, und was sie kann, zeigen wir euch jetzt auf der Range draußen. Bis dann. Okay.